So. Einen guten Abend. Ich muss jetzt mal leiser machen. Ich höre mich ja selber nicht. Ja, ich war gestern live. Ich bin heute live. Allerdings noch nicht mit Jagged Alliance. Vielleicht morgen. Mal gucken. Was ist denn gestern passiert, falls ihr gestern da wart? Hallo, Thürerwahl. Heute wieder mit Strom, ja. Ich weiß nicht, warum, aber wir hatten einen ganz kurzen Stromausfall. Vielleicht war das auch nur im Haus, aber eigentlich... Oder in der Wohnung kann es nicht nur gewesen sein, weil dann wäre die Sicherung rausgeflogen oder sowas, nehme ich an. Sonst hat man ja keinen Stromausfall. Ja, keine Ahnung, irgendwie für eine Sekunde oder so war der Strom weg und dann war er wieder da. Dann habe ich wieder einschalten gedrückt beim Rechner und ja, dann stand ich beim Bootmenü und das Bootmenü zeigte irgendwie an, keinen Bootmanager vorhanden und ich konnte den Rechner nicht hochfahren und das Internet hat geblinkt und versucht sich neu zu verbinden, also da war der Abend dann gelaufen. Also, ich habe den Rechner dann abends noch repariert. Ich habe auch noch Jagged Alliance auf die Schnelle an die Stelle wieder gespielt, wo ich war. So ungefähr. Kommen wir dann auch wieder rein. Wo ich war. Denn ich habe natürlich da keinen Speicherpunkt gehabt. In dem Moment, wo der Rechner ausgegangen ist. Wie das so ist. Ich muss noch mal was zu trinken holen. Mal gucken, wie lange ihr mich hört. Ich quatsch einfach mal weiter. Genau. Solange ich was höre, müsstet ihr mich ja auch hören können. So. So. Okay. Ich sollte öfter speichern, das ist richtig. Das ist immer eine gute Idee. Manchmal speichere ich sehr oft und manchmal ewig nicht. Ja. Okay. Und ich dachte, ich habe noch nichts gemacht hier bei Forge of Empires, dann kann ich auch mal den Stream nochmal anmachen und vielleicht wollt ihr zuschauen. Genau. Immer wenn es wichtig wird, dann nicht. Genau, dann speichere ich nicht. Immer bevor ein Stromausfall ist. Wobei das der einzige Stromausfall ist, von dem ich weiß, den wir hier jemals hatten in der Wohnung. Also vielleicht waren mal welche in der Nacht oder so. Weiß ich nicht. Ja. Genau, das wäre dann hier mein erster Stromausfall. Oder war noch mal, war mal einer beim Sturm oder so? Ich glaube nicht mal da. Also hier in der Wohnung war, glaube ich, nicht mal da Stromausfall. Nee, Sturm oder sowas. Genau, das hatten wir öfter mal auf dem Dorf. Bei meinen Eltern. Dass da denn dann kein Strom war. Für einen Moment, wenn irgendeine Oberleitung umgerissen wurde vom Sturm oder sowas. Genau. Ja. Komisch. Komisch. Wie steht's bei euch? Wie weit seid ihr im Event? Ich bin... anscheinend bei 3010. Ich muss noch 24 Stunden Produktion fertigstellen. Das ist welch ein Glück, die sind fertig. Aber ich sollte ein bisschen koordiniert einsammeln. Ich habe jetzt so ungefähr wieder drauf, wie es funktioniert hat. Dass ich das alles richtig einsammle.
die Produktion auf jeden Fall schon mal eingesammelt. Dekos aufstellen und Zufriedenheit gewinnen. Hallo Engel, guten Abend. Ja, seid ihr schon durch mit den Rush Quests bei euch? Wahrscheinlich, oder? Ihr seid doch eher aktiv. Ihr beiden. Tagesaktuell. Ich habe etwas über 1500 Totenköpfe und noch 200 und knapp 200 goldene Schlüssel. Ich habe ja schon am ersten Tag tagesaktuell. Genau, sage ich ja. Ihr seid doch da ein bisschen schneller als ich. Das habe ich ja selbst, als ich aktiv FOE noch, also vor meiner Pause gespielt habe, war ich ja eigentlich nie tagesaktuell, sondern habe das immer langsam angehen lassen. Genau. Ich habe jetzt alle Schlüssel ausgegeben, weil gestern gab es bei mir beim Wechsel, beim Tagespreis ändern, gab es bei mir gestern die Tarotkarten-Dinger. Heute nochmal. Heute nochmal. Okay. Okay. Ja, deswegen hatte ich gestern alle ausgegeben. Gut, 7 Deko spawnen. Ja, ich mach das jetzt hier einfach mal mit euch. 7 Dekos bauen. Und wenn irgendwas ist, dann erzählt mir was. Erzählt mir was Schönes. Habe ich schon alle 7? Nicht mitgezählt. Gestern und heute als Tauschpreis das Reno-Kit bekommen. Auch zweimal hintereinander das gleiche. Komisch. Und ich krieg zweimal das Karo-Karten-Set. Hoffentlich heißt es nicht, ich bekomme es jetzt gar nicht mehr. Ich habe mich noch nicht darüber informiert, was es noch als Preise gibt. Gibt es dieses Auswahl-Kit? Dieses goldene. Hallo? Dieses hier? Weil das ist ja noch besser. Gibt es das auch als Preis? Wisst ihr das? Das kommt morgen als Tagespreis. Ehrlich? Ja, dann spare ich mir das. Weil. Eigentlich sind die Horrorhäuser ja immer noch ein Stück weit besser als das Tarotkartenhäuschen. Also zumindest ohne das goldene Upgrade-Kit, aber das kriegt man ja jetzt nur einmal, das goldene Kit. Sagt der stumme Pi. Ja, danke Pi, dass du das gesagt hast, ganz stumm, wie immer. Okay. Gut, dann fahren wir fort. Ich brauche auch noch ganz viel Zufriedenheit. Ach, das muss ich ja mit denselben Dingern bauen. Erreichen. Da muss ich einfach noch viel, viel mehr davon bauen. Ich aufpassen, wo ich die hinsetze, dass die alle hinpassen. Dann reißen die heute noch die ganze Stadt ab. Für Vorräte. Ich habe das Video nochmal gesehen von Falco. Beziehungsweise ausschnitthaft gesehen. Ich war ja damals, glaube ich. Ich glaube, ich war da bei dem Stream. Das war sehr schockierend. Schockierend lustig. Ja, schockierend lustig, nicht? Ich kann mich, also so 100% kann ich es aber nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Ich habe mich nicht schreiben sehen, zumindest in der Zeit. Ich weiß auch nicht, ob ich
Das war ja damals, glaube ich, alles noch auf YouTube. Weiß auch nicht, ob ich eingeloggt war, als ich das gesehen habe und so. Aber ich glaube. Also ich bin ja schon jemand, der. Also wenn ich aktiv zuschaue und nicht nebenbei noch irgendwie spiele oder irgendwie was, dass ich erst aus dem Spiel raus muss, um zu antworten oder so, dann antworte ich eigentlich auch. Und kommentiere auch Sachen. Da bin ich ja eigentlich sehr gerne mit dabei, auch wenn ich jetzt bei anderen bin, dass ich da schreibe. Genau. Ich denke mal, ich habe da auch eher Forge of Empires nebenbei gespielt. Da kann man ja immer recht einfach dann rüber wechseln und. Ach so. Ja, das, da hast du recht, aber ich will auch nicht, dass die Dekos dann motiviert oder poliert werden. Aber an sich ist richtig, ja, dass man die dann, wenn man jetzt eh plant, mehrere Quests zu machen, was ich ja gerade tue, weil ich will ja dann auch noch meine, also meine nötigen Zähne zusammen haben, um hier drei Spiele zu machen. Vielleicht 1 bis 3 Spiele zu machen, wo ich Zähne ausgeben will. Also von daher natürlich recht, weil. Brauche ich nicht alles gleich wieder abreißen. Aber ich will doch die ganze Stadt abreißen. Yes, Hexe. Hexe freut sich. Ist kein Oder. Ich glaube, ich muss Beschleuniger einsetzen. Also mit 655 komme ich auf jeden Fall durch ein Spiel. Mal schauen. Mach mal schon mal 1, 2, die kann ich nicht beschleunigen. 3, 4, 5. 6. Okay. Dann sollte ich jetzt erstmal spielen, ne? Weil vielleicht brauche ich dann Beschleuniger und so. Gucken. Okay, versuchen wir erstmal eine Begegnung. Werwolf-Deck, yes. Oh, das kann ich noch einsammeln. Aufbereitete Kohlenwasserstoffe, sehr schön. So, dann geht's gleich los. Will ich hier wechseln? Eigentlich will ich nicht wechseln. Ich habe viele Blutsauger, von daher schicke ich den direkt in den Kampf. So, der ist zu stark. Den will ich da nicht einsetzen. Katze wäre okay. Der kriegt Zusatzschaden. Also, Kätzchen. Er hat es nicht geschafft. Will noch die zweite Katze opfern. Genau, ich hatte jetzt so oft irgendwie solche Spiele, wo ich so viel Pech hatte und immer wieder es nicht geschafft habe. Ich sag euch, die Fledermaus ist jetzt ideal, aber ich wette, der überlebt mit einem Lebenspunkt. Ich hab's verschrien. Das klappt natürlich auch immer wieder gut. Nur die Thiefkarte reicht. Andere ist an der Stelle noch nicht gut genug. Ja, das auch, ja, genau. Ein paar Mal hintereinander Maximalschaden. Ist auch ein
Klassiker. So, den setze ich hier noch nicht ein. Den hebe ich mir noch auf. Ich könnte die Hexe einsetzen. Oder die kalte Hand. Die kalte Hand schlägt den sicher nicht. Brauche ich auf jeden Fall zwei. Könnte erstmal die Hexe nehmen. Die schlägt ihn vielleicht. Zwei Drittel Chance. Naja, vielleicht ist es doch keine so schlechte Runde. So, der Twinbee. Der ist natürlich gemein. Aber meine Werwölfe kriegen halt hier noch viel mehr Schaden. Deswegen setze ich jetzt die kalte Hand erstmal ein. Ja, doch, ich habe irgendwie. Ich habe irgendwie schon eine schlechte Ausgangsbasis, würde ich sagen. Ich habe keine passende Karte mehr. Ich habe nur noch andere Zombies. Und ich wette, ich brauche dann noch irgendwas, was ich mit dem Zombie umhauen kann. Also, wenn ich den Twinbee erledigt habe, kommt bestimmt noch irgendwas, was ich mit dem Zombie umhauen muss. Kann ich nicht einsetzen, krieg Zusatzschaden. Dann komm. Mach mal mehr Schaden als 1. Mach mal mehr Schaden als 1. 3. Danke, wenigstens 3. Jetzt habe ich nur noch welche, die Zusatzschaden kriegen. Und muss schon wieder voll heilen. Also. Ja, ist jetzt schon keine gute Runde. Ist jetzt schon keine gute Runde. Und ich krieg halt jetzt nochmal Zusatzschaden. Ich könnte noch gegen Wolfsjunges tauschen. Ja. Autsch. Okay, wir haben ihn geschafft. Francie. Das ist so eine Situation, wo man sich fast Madless kaufen sollte. Okay, gegen den Nachzehrer habe ich gute Karten. Und der ist ein bisschen zu gut sogar. Schön wäre eigentlich dieser Lone Wolf hier. Ich spare mir den noch auf. Sollte nicht sein. Die Karte ist jetzt erstmal zu schlecht. Ich. Der ist es. Den wollte ich haben. Jetzt. Hätte ich halt nochmal einen Vampir. Wäre eigentlich wieder so ein Lone Wolf nicht schlecht. Aber die haben alle jetzt den Nachteil, dass sie die Karte nicht schlagen müssen. Nur können. Deswegen werde ich jetzt mal ein Wolfsjunges einsetzen. Dann würde vielleicht auch ein zweites Wolfsjunges einfach reichen. Ist ja wieder übertrieben stark. Aber es ist okay an der Stelle. Okay, Vile Renewal nehme ich und Thief. Ja, ich nehme das so. Frenzy-Karte habe ich noch im Deck. Okay. Kriege ich einen Alpha-Wolf? Mach mal neu ziehen. Ja, ich mach mal neu ziehen, weil ich würde eigentlich gerne. Ja, vielleicht nutze ich einen Lone Wolf. Eigentlich würde ich gerne Wild Renewal nutzen.
Aber ich muss eh noch mal heilen. Damit komme ich noch nie durch. Weiß es nicht. Ne? Ich krieg ja noch eine Karte. Schwierig. Ist auf jeden Fall schon mal teuer und kein gutes Spiel. Kein gutes Spiel. Wenn ich jetzt voll heile, ist es einfach, es ist wahrscheinlich zu viel, was ich heile. 9, 10, 11 müssten die passenden Gegner sein. Die machen halt auch nochmal Schaden. Einmal bei Renewal habe ich. Ja, ich heile nochmal voll. Okay, ich setze den Lone Wolf ein. Und jetzt weil Renewal. Ist sogar zu viel jetzt an der Stelle. Mit 6 Lebenspunkten heilen. Und 7 Lebenspunkten Schaden machen. Aber ist okay. Jetzt reicht der Alpha Wolf, um den Gegner zu töten. Und ich krieg nochmal Karten. Gib mir einfach noch einmal Thief. Dann ist okay. Frenzy habe ich noch auf der Hand. Passt. Gebe ich keine weiteren 50 Zähne mehr aus. Ich hätte gerne. Ich hätte eigentlich gerne den anderen Alpha Wolf. Aber auch der hat ja keine Chance, den Sieg sicher nach Hause zu holen. Kann ja auch 7 Schaden machen. Also ich versuche es einfach mit dem. Kann ich das Wolfsjunge noch nachschieben. Ja. Muss ich dann wohl. Endboss. Hallo, Arak, Arni. Mein Gott, mein Gott, warum? Ich hab mich verguckt. Ich dachte, das war die Thief-Karte. Ich hab mich verguckt. Alter Schwede, ey. Ja, also richtig beschissenes Spiel. Richtig beschissenes Spiel. Ja, so macht man es nicht. Alter Schwede, ey. Also ich habe richtig viel Zähne ausgegeben und dann noch richtig hart verkackt. Ich muss mir noch ein Wasser holen. Danke. Nee, nee. Also früher hätte ich geflucht wahrscheinlich, ja. Ich meine, es geht ja um nichts. Ich wollte nur gucken, wie weit ich komme.
Wenn ich vernünftig spiele, ja, das wollte ich gerne gucken. Aber leider schaffe ich das nicht, vernünftig zu spielen, weil ich immer Bockmist baue. Ah, ja, wie schön. Okay. Gut, jetzt bräuchte ich erstmal wieder Zähne. Wie viel hatte ich? 640 irgendwas? Auf jeden Fall 400 verballert. Für am Ende drei verschwendete Thief-Karten. Ach, ja. Okay. Gut, was wäre der nächste Plan? Der nächste Plan ist, Beschleuniger einzusetzen. 8 Stunden Beschleuniger. 6 Stunden gibt es ja nur. Da. Nur ein Spiel. Nur ein Spielchen, genau. Hast du so recht. Gut, dass ich das dann notiert habe. Und Bevölkerung hinzugewinnen. Geht das hiermit schon? Tatsächlich. Aber wie viel? Nicht so viel. Auch noch 30.000. Der meistens mit so einem Militärgebäude recht schnell passiert, fehlt da nicht mehr viel. Fehlt denn genau? 240. Okay, 30 Fortpunkte ausgeben und Vorräte sammeln. Ka-ching! Vorräte gesammelt. Ka-ching! Fortpunkte ausgegeben. Gegenstände tauschen oder schon wieder 24 Stunden Produktion. Glaube ich, habe halt leider nichts im Tausch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 12, 24 Stunden Produktion. Eins, zwei, drei, vier. Tada, wieder 24 Stunden um. Die Zeit vergeht so schnell. Heute 24 Stunden Stream. Nee, eigentlich nicht. Also Kategorie habe ich hier auf Forge of Empires. Aber die Tags habe ich nicht rausgenommen, falls du das meinst. Also der Stream müsste eigentlich Forge of Empires sein. Es hat ja auch bei Discord gemeldet. Genau, ich habe nur die Tags nicht geändert. Okay. So, und jetzt noch Fortpunkte sammeln. Das mache ich doch am besten. Ach, das war ja auch sehr klug von mir. Ich habe die blaue Galaxie geerntet und dann Schmieden eingesammelt. Das war auch sehr klug von mir. Alles live on tape. Die machen ja Geräusche.
Nicht mein Tag, anscheinend nicht, nee. Die hier machen auch Geräusche. Die schreien und so. So, 12 Kämpfe machen und wieder Bevölkerung hinzugewinnen. Zwar 18.000. Das ist ja nicht mal eine ganze Kaserne. Eine kleine Kaserne. So, und Kämpfe machen oder spenden. Nee, ich muss eh noch Kämpfe machen. Also machen wir Kämpfe. Also, was heißt ich muss nicht. Könnte. Kann ich noch Burgpunkte mitmachen? Donnerstag, der 9. Nee, heute ist Donnerstag, der 2. Also wenn jetzt heute der 9. gewesen wäre, wie in 7 Tagen Donnerstag der 9. sein wird, nächste Woche. Da muss ich streamen, oder? Am 9. Jeden 9. Nein, 11. 12 ist noch ein bisschen mehr. 9-11 erinnert mich an was anderes. Ach, die Schlawiner, die wollen sich den Sektor wieder zurückholen. Den habe ich doch mühevoll erobert. Ganz schön gemein. Von denen da. Müsste ich eigentlich verhandeln, aber jetzt ist es schon teuer. Habe ich hier immer schnell teuer, ne? Weiß es gar nicht mehr, wie das war bei den Gildengefechten. Okay. Komplexe Verhandlung. Leider die Taverne schon geerntet. %. Ich kann mich immer noch vertippen. Ich habe es nicht getan. Mich nicht vertippt. Yes. Okay, jetzt brauche ich Münzen. Noch einige Münzgebäude. Aber rein Münzen sind gar nicht so viele. Das reicht. Produktionsstätten meines Zeitalters. Oder des vorherigen. Oh. Gehen anscheinend. Gehen anscheinend, aber die kann ich halt nur einmal einsammeln. Aber gut, damit müsste ich ja durch den Rest des Abends kommen. Speedy, hallo. Ja, ich spiele noch in meiner Hauptwelt oder wieder wegen des
Halloween-Events, weil ich noch nicht loslassen konnte. Ich musste noch weiterspielen. Palim? Palim? Ani? Was? 211 für mehr Glück? Wow. Vielen Dank dir. 211. Dankeschön. Für den 2.11. Für den 2.11. Schade, dass heute nicht der 9.11. ist. Ah. Danke dir. Danke dir, Arak. Das ist ganz lieb. Ich kann das gerade brauchen. Ich kann das gerade brauchen. Hoffentlich gelingt es jetzt auch mit dem Mehr an Glück, dass die nächste Runde entspannter läuft und ich keinen Mist mehr baue. Okay. Also. Ja, Speedy, ist tatsächlich bei mir auch öfter so, dass ich keine guten Runden habe. Und die erste, die ich jetzt gespielt habe, die lief erst schlecht. Also ich habe recht viele Zähne verbraucht. Und dann habe ich mich verdrückt am Ende beim Endboss und habe versehentlich bei Francie gedrückt, obwohl ich noch, also weil ich eine Thief-Karte dachte erkannt zu haben. Und natürlich hat sie ihn gewone-hittet in dem Moment. Und dann hatte ich noch drei Thief-Karten auf der Hand, die ich alle nicht eingesetzt habe. Sehr, sehr ärgerlich. Dafür, dass ich schon sehr viele Zähne ausgegeben habe auch. Aber so ist es manchmal. So, Fledermaus, kämpf! Kaltes Händchen. Kaltes Händchen gegen kaltes Händchen. Lieber nicht. Lieber auch nicht. Wir haben eigentlich ganz gute Chancen, eine passende Karte zu ziehen. Soll nicht sein, anscheinend. Nehmen wir die Katze. Die macht doch wieder nur einen Schaden. So. Hier ist die Auswahl nicht so groß. Da müssen wir eine von zwei kalten Händen kriegen. Eine hätten wir hier schon mal. Die kann den Wolf schlagen, muss aber nicht. Schauen wir mal. Zwei Drittel Chance. Ob sie es schafft. Schafft es nicht. Das Wolfsjunge könnte ich einsetzen. Ich will mir das aber lieber noch aufheben für Vampire. Ja, ich hätte es schon einsetzen können. Ich habe ja selber Vampire. Von daher bin ich ja gegen Vampire gar nicht so schlecht aufgestellt. Und ich habe nur noch eine kalte Hand, die jetzt besser wäre. All Seeing und die Asthexe ist eigentlich zu stark. Ja, mein Gott. Dann nutze ich halt jetzt das bessere Wolfsjunge. Okay. Auf die Karten gleich, die ich später brauche. Das mit dem Francie, damit bin ich jetzt eigentlich immer recht gut gefahren, dass ich versucht habe, immer die Francie mir ka zu holen, die Francie-Karte, um sie dann beim Endboss einzusetzen, um dann den Endboss mit einer einfachen Karte zu schlagen oder vielleicht mit der Francie-Karte schon zu besiegen. Und ich habe sie mir eigentlich meistens aufgespart, sie jetzt nicht in solchen Fällen zum Beispiel eingesetzt. Den Nachzehrer. Könnt sie jetzt hier einsetzen, ist aber auch kein sicherer Kill. Nehmen wir lieber ein Wolfsjunges hier erstmal. Das
packen wir noch, dann müssen wir heilen. So, und jetzt reicht uns ja ein schlechter Vampir oder das andere Wolfsjunge. Der reicht noch nicht ganz, nehmen wir lieber den Nachzehrer. Genau. So, die Aztex ist gar nicht so schlecht hier an der Stelle. Die wird ihm schon mal ordentlich was abziehen. Dem Alpha-Wolf. Ansonsten hätte ich eh nur die kalte Hand als gute Karte, die gegen den einen Vorteil hat. Und unsere ganzen Vampire kriegen ja hier Zusatzschaden. Das Wolfsjunge, das kann ich auch einsetzen. Das ist also auch okay, weil Vampire gegen Vampire kann ich dann schon einsetzen. Macht es eh so nicht so viel Schaden gegen einen anderen Werwolf. In der Gilde auch Pamela drin? Ja. Tatsächlich ist Pamela auch drin. Pamela und Mick sind beide drin. So, jetzt könnte ich mir eine zweite Frenzy holen. Das macht mir das auf Leben auf jeden Fall leichter. Deswegen nehme ich die mit. Setze sie jetzt aber auch nicht sinnlos ein. Ich habe genügend Karten, die gut gegen Twinbees sind. Der Allghul wäre jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Ich habe eigentlich eher auf eine Fledermaus oder einen Nachzehrer gehofft. Also Nachzehrer wären sehr gut. Aber eigentlich schlägt der Allghul ihn halt auch sicher. Ist okay. Ich brauche die zwei stärksten Allghule. Hätte ich gerne am Ende. Das ist ja der Schwächste. Also nehme ich den, heile mich hoch, zu Thunder? Wer ist, oder was ist Thunder? Wer oder was ist Thunder, Speedy? Also hier, Bull King ist Mick und Safi ist Pamela. Das war, darauf haben wir uns geeinigt. Die sind auf jeden Fall die Gildengründer von Baywatch. Und Baywatch ist sowas wie die Ruhegilde oder Zweitgilde oder Drittgilde, was auch immer, die inaktiven Gilde von New Horizons. Der auch immer Nummer 1 im Ranking ist. Meinst du? Ach so, Thunder von NH. Thunderstar. Ist der überhaupt noch bei NH? Bei New Horizons? Spieler. Ist der Blacklist? Okay. Interessant. Kommt der nächste New Horizon-Spieler? Güff. Güff hat ganz schön zugelegt. Der war mal hinter mir. Gut, hab halt ein Jahr nicht gespielt. Kampfdroide? Spielst du denn, Speedy? Xander ist neu bei euch, oder was?
Orgy ist auch bei euch. Okay, interessant. Na, was soll ich? Also, ich kenne Thunder. Ich habe oft mit ihm im Discord rumgehangen, als wir zusammen als wir zusammen GVG gespielt haben. Netter Typ eigentlich. Spielt halt gerne viel. Anscheinend auch immer noch. Okay. So. Ja, die Hexe setzen wir nicht ein, die sparen wir uns noch auf. Nehmen lieber einen Nachzehrer, der ist doch super. Ja, Forgy und Roy, die waren auch mal bei uns, aber Roy hat kein GVG gespielt und Forgy habe ich auch mal ge getroffen. Mit Forgy war ich mal beim Gildentreffen. Das hat sie auch mitorganisiert. Die hat es sogar maßgeblich organisiert. Das war auch sehr schön. Genau. So. Und jetzt habe ich hier einen Algol. Für den hätte ich halt gerne eine Frenzy-Karte. Um den auf jeden Fall schon mal ordentlich anzuschlagen. Sehr schön. Ich hätte gerne irgendwas anderes, was ihm noch ein bisschen zu Schaden zufügt. Ist nicht unbedingt die kalte Hand. Recht gut die Chancen, dass ich hier noch was anderes kriege. Ich könnte die Hexe nehmen. Weil die letzten drei Karten sind halt alles die passenden dann. Maus und DGD kenne ich auch, ja. Die haben vor ein paar Tagen geheiratet. Glückwunsch. Ja, die kenne ich auch aus der. Achso, ich habe noch eine Heilung. Ja, die nutze ich dann hier direkt. Die kenne ich auch von NH. Die waren auch eine Zeit lang bei uns. DD war, glaube ich, damals reiner SMA-Spieler. Ist er das immer noch? Spielt er nur noch nur spätes Mittelalter? So. Ansonsten, genau, jetzt drei Gegner habe ich ja noch. Zukunft, ne? Dann ist er wohl aufgestiegen. Beide bei euch, okay, interessant. Glück gehabt. Glück gehabt. Diese Runde ist wieder ein bisschen entspannter. Jetzt kriege ich hier auch nochmal Karten, die ich jetzt an der Stelle gar nicht mehr brauche. Schöner wäre noch eine Thief-Karte. Ja, weil Renewal oder Frenzy. Naja, Frenzy kann einen Gegner recht sicher ins Grab schicken. Eigentlich auch okay mit dem Algul. Brauche ich nicht mehr diese Karten. Hätte die andere Frenzy-Karte nicht kaufen brauchen. Jetzt muss ich mehr aufpassen, dass ich hier nicht wieder versehentlich Frenzy einsetze, wenn ich eigentlich Thief einsetzen will. Wäre jetzt an der Stelle aber auch nicht ganz so dramatisch gewesen, weil ich nicht noch drei Frenzy-Karten auf der Hand gehabt hätte. Aber gut. Es ist, wie es ist. Kann man sich jetzt ärgern oder nicht? Drei Decks pro Tag reichen.
Du meinst, um am Ende den Hauptpreis zu bekommen, oder wie? Also, ob es reicht oder nicht, spielt ja eigentlich keine Rolle, weil man spielt halt die drei Decks pro Tag, die kosten halt. Naja, doch, spielt schon eine Rolle. Die kosten halt das, was sie kosten, nämlich nix. Und wenn man all den ganzen Zehner oder die ganzen übrigen Zehner am letzten Tag ausgibt, da hast du natürlich recht, da könnte es dann sein, dass man halt erst 100 zahlen muss, dann 150, ich glaube, steigt der so Stück für Stück an, 200, 250 oder so. Ich weiß nicht genau, wie die Preissteigerung ist. Ich glaube, sie ist nicht immer verdoppelt oder sowas. Oder nicht immer 100 mehr, sondern ein bisschen geringer. Aber ist klar, wenn man da noch mehr Zähne übrig hat, dann wäre es natürlich ungünstig. Wenn man dann für 150, 200, 250 oder 300 Zähne dann in ein Deck freischalten muss, was man halt am Tag zuvor hätte für 100 haben können, ne? Das wäre natürlich ungünstig. Aber kann ich jetzt schlecht einschätzen. Ich habe nur gehört, ich glaube von Engel, ich glaube du warst das Engel, oder? Dass sie auf der Beta gespielt hat und am letzten Tag halt noch so 500 oder so Zähne übrig hatte. Also ziemlich so, wie man das haben sollte. Also, dass man das halt während der Zeit verbraucht hat, seine Zähne immer, und am letzten Tag dann noch ein paar übrig hatte. Kann nicht sein, wie es jetzt hier am Ende rauskommt. Also kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Da muss man dann wirklich das ganze Event durchspielen und dann am besten schon von vornherein die Strategie haben, mit der man das dann auch im Live-Betrieb spielt, aber kann man, glaube ich, schlecht einschätzen. Klar, man kann jetzt zusammenrechnen, was man kriegt. Das hat Mooing Cat, glaube ich, auch gemacht, was man insgesamt an Zehen kriegt. Naja, ich habe das dann nicht gespielt. Also ich habe dann keinen. Also. Genau, Engel war das dann anscheinend. Naja, bei Engel ist es aufgegangen. Aber ich weiß halt nicht, mit welcher Strategie du so gespielt hast. Ob du auch drei Decks pro Tag gespielt hast, Engel. Genau. Aber ich habe es halt jetzt so gemacht, wenn das jetzt nicht gepasst hätte hier mit dem Vorschlag, also wenn ich jetzt nicht tatsächlich auch den Zombie-Tipp hätte, dann hätte ich jetzt trotzdem Zombie genommen, Speedy. Dann hätte ich jetzt trotzdem das Gratis-Deck gespielt, weil. Ja. die Gratis-Decks sollte man halt immer wegspielen. Und dann halt nicht so viele Zähne eingesetzt. Also eher sparsam gespielt. Also entweder gar keine Zähne eingesetzt oder eben nur wenige. So für ein bisschen, um eine Karte zu kaufen, um mich wieder hochzuheilen und um Karten zu tauschen. Das hatte ich schon mal gezeigt an einem anderen Tag, wo ich gespielt habe. Ich glaube, beim letzten Mal auf dem Live-Server hatte ich diese Spar-Variante so ein bisschen gezeigt, wie man das auch spielen kann. Das hatte ich auch beim Wooing Cat gesehen. Also quasi ein Deck nehmen und dann sparsam durchspielen. Ja. So, muss ich jetzt aber an der Stelle nicht machen, denn ich habe tatsächlich die Zombie-Karten. Um die Werwölfe zu dominieren. Na dann versuchen wir das auch gleich mal. Der ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Händchen reicht auch aus. Perfekt.
Den habe ich mir gewünscht und dieses Wolfsjunge bekomme ich auch. Das, was den Nachzehrer sicher schlägt. Zwei volle Decks und das zweite durchklicken, bis man tot ist. Nicht das dritte? Also meistens kann man ja zwei volle Decks spielen und das dritte, da passt dann meistens der Tipp nicht mehr. Das dritte. Genau. So, mache ich das auch eher. Nur, dass ich jetzt schon ein paar Zähne eingesetzt habe, jetzt um 5 Zähne zum Beispiel, um nochmal zu tauschen oder sowas. Guten Abend, Uwe. Genau, aber so richtig drüber nachgedacht hatte ich noch nicht. Das hatte ich ja versucht, mal einmal auszurechnen. Und dann hat mich Engel, ach nicht Engel, sondern Onata wieder darauf hingewiesen, dass ich irgendeinen Rechenfehler hatte. Hatte ich jetzt noch gar nicht geguckt, was das war, aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Die Erinnerung daran, wie war denn das? Also, ach, das seht ihr hier gar nicht. Noch weiter reinschieben. Dass ich mich verrechnet hatte bei den Silbernen, glaube ich. Ah, jetzt kann ich nicht gucken. Das muss ich erstmal durchspielen. Gut, dann spiele ich erstmal durch. So, jetzt ist hier nichts dabei, was wirklich gut ist. Nehmen wir mal Soulsiever, vielleicht als Backup. Oder doch Madness. Die Heilung ist halt jetzt noch schlecht. Nur als Gratisheilung ist er auch okay. Ja, als Gratisheilung ist er auch. Ich zieh doch gleich. Ja, leider ist die Fledermaus ein bisschen schlecht, aber ich kann schon mal einen Anfang machen. Dann nehmen wir die zweite oder nehmen wir die Katze? Die Katze ist schlechter. Ich nehme die Katze. Die reicht. So, ja, Twinbee ist in Ordnung. Nutzen wir gegen den Lone Wolf. Danach können wir richtig heilen. Erstmal eine Karte ziehen wieder. Nehmen wir dieses Mal nur den Thief. Einmal richtig. So, den sollen wir nicht nehmen. Möchten wir noch übrig behalten für später. Aber auch. Also, jetzt würde ich wählen drücken und nochmal neu ziehen, weil die Chance doch relativ groß ist, dass ich eine passende andere Karte kriege, einen passenden Zombie kriege, weil ich habe einfach noch sehr viele Zombies auf der Hand, um den Wolf zu schlagen. Andererseits ist halt wieder die Frage, ob ich schon wieder den Thief reinkriege. Uwe, das kann sein, dass du noch nicht die neueste Version hast vom FOE-Helfer. Ich hatte die am Anfang auch nicht. So die ersten 2, 3 Tage hatte ich die neue Version vom FOE-Helfer noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man die direkt abrufen kann
Oder ob die vielleicht gestaffelt ausgespielt wird oder sowas, dass sie nicht überall gleichzeitig released wird. Bei jedem. Damit die da nicht so eine hohe Last beim Download haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert. Ob die alle gleichzeitig bekommen, die neue Version. Aber es ist ja nur schon ein paar Tage her. Müsstest du mal gucken, ob du vielleicht. Bidi hat es erst seit heute. Okay, na dann wird es vielleicht wirklich gestaffelt ausgespielt. Dann kann es tatsächlich sein, dass du bisher Pech gehabt hast, Uwe. Und du erst die nächsten Tage die neue Version kriegst. Oder vielleicht kann man das Update auch forcieren. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja jetzt ein Browser-Plugin oder ein Add-on. Müsste man ja eigentlich hier irgendwo sehen können. Bei Erweiterung nehme ich an. Erweiterung verwalten. FOE-Helfer. Keine Ahnung, ob man das hier irgendwie. Was hier jetzt starten kann auch. Müsstest du mal recherchieren bei Google oder so. Add-on irgendwie zum Update bringen oder sowas. Chrome oder Firefox, je nachdem, was du hast. Add-on updaten. Irgendwie nach irgendeinem. Wonach sucht man da am besten? Zum Update zwingen oder so? Ja. Okay. Der ist mir jetzt zu stark. Aber andererseits, ne, meinte ich jetzt, dass ich die Thief-Karte vielleicht wieder bekomme. Weil die ja anscheinend irgendwie doch eine Priorität haben beim Wählen. Die Fertigkeitskarten, weil man die öfter bekommt als die normalen Karten. Heute kam. Achso. Ich hab den jetzt hab mich verguckt. Ja, Uwe. Oder falls du deinen Rechner angelassen hast. Manche machen das ja und lassen den immer an. Vielleicht einfach mal neu starten. Dass erst nach dem Neustart irgendwie die Chrome-Updates getriggert werden oder sowas. Und erst dann das Update kommt oder so. Für die Erweiterung. Also mehr Ideen hätte ich jetzt auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall drin in der neuesten Version. Du kannst halt die Versionen vergleichen. Ich habe jetzt hier Version. Null anscheinend. 3300. Gut, ich probiere es jetzt mal aus. Hatte ich eben noch mehr Karten? Kommt mir gerade nur noch so wenig vor. Egal, ich versuch's mal. Also ich wähle die mal und ziehe nochmal neu. Jetzt sind es wieder mehr. Also da hatte ich gerade irgendwie auch einen Bug. Ach so, nee. Die drei, die ich gerade gezogen hatte, die wurden abgezogen. Weil die jetzt auch nicht mehr zu sehen sind im Deck. Genau, weil die man die ja beiseite gelegt hat. Okay, so. Und jetzt habe ich den Twin-D bekommen, der ist besser geeignet. Halte Hand ist zu schwach, aber der Twin-D ist halt gut. Der kriegt halt plus 2. Damit schlägt er den Lone Wolf sicher. So, jetzt soll ich ein Wolfsjunges oder vielleicht eine Hexe oder so wählen. Ich hier nicht. Da wie drücke ich jetzt nicht wählen, sondern erneut ziehen, weil diese Karten will ich nicht mehr vorgeschlagen bekommen.
Und die Chance ist relativ klein, dass ich die richtigen Karten kriege, weil ich habe hier nur im Grunde nur die Hexe und die beiden Wolfsjungen, die Fledermäuse. Würde ich eigentlich auch gerne noch zurückhalten, wenn es irgendwie geht. Deswegen drücke ich jetzt hier lieber neu ziehen und leg die Karten hier nur beiseite, um die nicht mehr wieder erneut zu ziehen. Gleich. So, Fledermaus. Wolfsjunge habe ich bekommen. Heute letztes Update, morgen mal schauen, ob es geht. Habe heute meine Dungeon schon durch. Ach so. Hast du jetzt die 330 bekommen? Dann kannst du heute natürlich nicht mehr gucken, es sei denn, du setzt 110er ein, aber das wäre natürlich auch verschwendet. Okay, also ich versuche es mit dem Wolfsjungen schon mal anzufangen. Der schlägt den sowieso nicht. 330, ja. Na, dann wird es wahrscheinlich morgen gehen, Uwe. Die Fledermaus ist jetzt halt nicht sicher, ne? Lieber das Wolfsjunge. Das würde jetzt den Nachzehrer sicher schlagen. Oder die andere Fledermaus, die den sicher schlägt. Wenn ich die jetzt einsetze, dann verliere ich einfach vielleicht nur eine Karte. 50-50, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, eigentlich zu unwahrscheinlich. Andererseits steh ich jetzt auch nicht am Abgrund. Ich versuch's. Hat natürlich nicht geklappt. So, die kriegt halt Zusatzschaden. Kriegen auch alle Zusatzschaden. Wieder Maus ist okay. Lief. Hier auch nicht gut mit Karten versorgt gerade, muss ich sagen. Ich nehme auch die Heilung, weil sie kostengünstig ist und ich eh gleich heilen muss. Krieg sie auch zugespielt, das ist gut. Dann nutze ich die. Ansonsten ist das ja jetzt noch eine Gegnerkarte, die für die ich jetzt nicht so gut gewappnet bin. Ich habe zwar ausreichend Zombies, aber die letzten drei Karten sind halt dann auch Werwölfe. Von daher setze ich jetzt mal die Hexe gegen den Zombie ein. Und mal zum Anfang. Kalte Hand nehme ich nicht. Lieber einen starken Zombie. Der reicht natürlich. Der reicht nur für leicht. Den stärksten Zombie, den würde ich mir natürlich gerne zurückhalten. Mit dem habe ich eine Zweidrittel Chance, dass ich den besiege. Ich hoffe, es klappt. Okay. Den Dieb setzen wir natürlich nicht ein. Wir können den schwächeren Zombie nehmen und den damit sicher erledigen. Wir brauchen aber noch Lebenspunkte für diese und nächste Runde. Erstmal reicht einer. Diebeskarte und Vile Renewal. Ja. Schaden zu machen und wieder hochzuheilen. Ein Stück weit.
Und die würde ich jetzt auch direkt einsetzen. Und zusammen mit der kalten Hand wäre dann erledigt. Ich komme in den Endkampf. Drei Diebeskarten muss ich noch einsetzen. Ich habe an der Stelle jetzt keine. Es fällt mir jetzt erst auf. Ich habe keine Frenzy-Karte bekommen durch das ganze Spiel hindurch. Das heißt, es reicht noch nicht mit den Lebenspunkten. Brauche noch mehr Lebenspunkte. Ich werde ihn ja sicher zweimal angreifen müssen und der macht mir halt 4 bis 6 Schaden. Das heißt, ich werde noch einmal voll heilen müssen. Weil jetzt hier mit weniger, also ich muss ihn ja auf jeden Fall zweimal angreifen. Der tötet ihn ja jetzt hier nicht, der Rotten One. Macht ihm ja nur 9 Schaden. Ach so, der zweite Angriff würde ja reichen. Muss ich mal überlegen. Also ich habe jetzt noch, nee, ich habe ja nur einen Twin Bee noch offen. Okay, wenn der jetzt Mindestschaden macht, nur 7, dann muss mein nächster Angriff mindestens 4 machen. Das reicht aber. Das reicht, ich muss nur 3 Lebenspunkte haben. Ja, ich muss nur 3 Lebenspunkte haben. Und 3 Zehner sind günstiger als. Also 3 mal 10 Zehner sind günstiger als 85. Jetzt natürlich den ungünstigen Fall, dass ich das Wolfsjunge bekommen habe. Da muss ich nochmal tauschen. Weil der würde jetzt den alten Wolf nicht töten. Den ältesten. Sondern ich muss schon den Twinbee haben. Aber der schlägt den sicher. Und dann ist das Match auch beendet. So. Haken dran. Erstes Match ist richtig schlecht gelaufen. Richtig dumm gelaufen, auch von mir. Die anderen beiden waren okay. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie teuer oder wie viel Zehen ich ausgegeben habe. Ich glaube, insbesondere das letzte, das war recht preiswert. Also. Danke dir, Darak. Danke dir, Arak. Danke dir, Arni. Für das Glück. Es hat geholfen. Es hat geholfen. Okay. So, was kann ich noch machen? Einsammeln hier? Schon zu spät. Um nochmal 4 Stunden zu warten. Das mache ich sicher nicht. Was wäre die nächste Aufgabe? Guten Abend, Murmeltier. Schön, dass du auch da bist. Also jetzt muss ich Produktion meines Zeitalters fertigstellen. Das kann noch ein bisschen dauern. Weil ich jetzt eigentlich ganz gut Zähne habe. Ich kriege ja dann morgen nochmal die tägliche Belohnung. Das sind, glaube ich, 150. Wenn ich sparsam bin, dann komme ich damit hin. Durch 3 Runden. Sehr sparsam. Mal gucken. So, dann kann ich versuchen, noch die Schlüssel zu bekommen. 1500 Tavernensilber ausgeben ist, glaube ich, nicht so schwer. Schwieriger wird. Oh, Speedy. Gerne nehme ich deine Freundschaftsanfrage an.
Also vielleicht nochmal zu Thunder. Ich habe ihn immer sehr nett wahrgenommen. Der hat auch bei uns bei der Planung sehr viel geholfen, in der GG zum Beispiel. Und auch im GVG hat er geholfen. Zumindest eine Zeit lang. Dann ist er ja irgendwann auch selber Vater geworden. Da hat er dann auch nicht mehr so viel Zeit gehabt. Wie das immer so ist. Planen zumindest zu spielen irgendwie doch noch. Aber es haben ihn halt immer, dadurch, dass er so viel Punkte gemacht hat, so viel gespielt hat, gab es halt auch relativ viel Neid ihm gegenüber, dass er sich vielleicht doch die Rosinen rauspickt und so beim GG. Genau, aber er hat auch extreme Kampfwerte immer schon gehabt. Und ich glaube, das mit den Rosinen rauspicken ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so einfach. Also er konnte schon auch extrem weit spielen. Glaube ich. Aber ich habe schon ausreichend. Also von daher. Nee, wie viel soll ich ausgeben? 4.500, das ist eine ganze Menge. Weil die kommen weit wie er mit der Zermürbung. Ja, gut. Ich meine, das ist ja auch einfacher geworden. Denke ich mal. Hier 24 Stunden blockiert das Ganze. Günstig. Aber irgendwie ist das ganze teure Zeug halt. Läuft es halt auch sehr lange. Könnte den nehmen. Denn nur 4 Stunden, dann wären wir morgen wieder frei. Das wäre. Ich brauche beides nicht, von daher ist wurscht. Okay, so, mal gucken, was ich für Schlüssel bekomme. 4-mal Gold. Juhu. Thunder kommt bis 164, die andere bis 172, 176 Zermürbung, du nur bis 115. Keine Ahnung, Speedy. Also wie weit man heute kommt. Mit den aktuellen LGs und so. Diese neuen vom letzten Zeitalter, die sind ja da auch sehr stark. 4.600 zu 3.500. Okay, wow. Das sind natürlich Werte. Die sind richtig stark. Kampfwerte. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da bin. Wo kann man das dann nochmal gucken? Konnte man doch auch in irgendeiner Übersicht sehen. Ich glaube sogar vom FOE-Helfer oder Hauptquartier. Ach ja, nee, es ist sogar hier. Ich habe jetzt halt lange nicht das Beste aufgebaut, was ich habe, ne?
Wäre noch einiges im Inventar, was ich noch nicht aufgebaut habe. Wir uns beim letzten Stream auch so ein bisschen angesehen, dass ich da noch alles zu schlummern habe und noch aufbauen kann. Aber ich denke mal, diese neuen legendären Gebäude, die werden da halt auch ganz schön zu beitragen. So, ich kann dir mal ein bisschen helfen. Ach, da bin ich ja schon. Dann leider doch nicht helfen. Na? Was ist los? Eingeschlafen? Warum will der nur so wenig? Der sich vertan? Er hat 85% sitzt er an. Okay. Gut. Genau, diese LGs hier, die sind ja auch wirklich heftig. Das ist %. Beim Angreifen oder Verteidigen gewinnen Einheiten 96% Angriff und Verteidigen. Das ist alles, oder? Wenn ich das richtig sehe. Also da kriegt man auf alle Kampfwerte Boni. Und zwar 96% jetzt in seinem Fall. Hydra, Centaurus. Und Centaurus ist nur auch Angriff und Verteidigung, aber wahrscheinlich dann nur für die angreifende Armee. Steigt immer um 4. Ja, das sind halt schon richtig starke legendäre Gebäude auch einfach. Womit man dann seine Werte auch nochmal hochboosten kann. Pegasus gibt's auch noch. Das ist dann nur für die Verteidigung, also für die Gilden Expeditionsstufe 5. Gibt aber dann auch noch Forge-Punkte. Also schlecht ist das auch nicht. Na, und für Gex 5 sicherlich sehr wichtig. Ja. Ja, von daher sicherlich nicht schlecht, die alle aufzustellen. Das müsste man eigentlich mal gucken bei irgendwem. Das bei denen aussieht. Aber anscheinend hat die Theora die jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich sehe sie zumindest nicht.
Du hast beide. Würde ja gerne alle drei sehen. Alle drei. Wo bist du denn? Wie viele Punkte hast denn du? Da. Okay, aber man stellt die nicht zusammen auf, ja? Weil die ja so eine schöne Linie auch ergeben. Aber dann muss man ja wahrscheinlich, braucht jedes ein Stück Straße, ne? Also lohnt sich das wahrscheinlich nicht, die in Reihe hintereinander zu stellen. Dann müsste man ja überall da Straßen ranziehen, wahrscheinlich. 4 mal 4 sind alle drei, okay. Ja. Ja, verstehe. Ja, schick auch mit dem Effekt. Steht da auch irgendein Text zu? Was das sein soll? Ja, irgendwie aus wie so ein Portal oder so. Womit man in eine andere Dimension reisen kann oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja. Okay. Ja. Aber tatsächlich wollte ich jetzt vor allem das machen. Und gar nicht so groß weiter streamen. Und von daher würde ich jetzt wahrscheinlich an der Stelle auch schon gleich Schluss machen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Sachen, die wir besprechen sollten. Schöne Kampfstadt, oder? Sieht so aus. Ist aber auch sehr gleichförmig, Speedy. Und anscheinend, weiß nicht, sind die, haben die Kampfbonus, die Tore des Sonnengottes? Ich glaube ja, ne? Ja, Tyrawal, sehr gerne. Sehr gerne. Und auch dir nochmal danke für 42 Bet für 42 Def. Ach. Ja, Angriff Def, Angriff Def, okay, genau. Nee, ich glaube, die habe ich tatsächlich auch so ein paar davon. Ich habe hier auch noch ein antikes Gesicht. Sind ja nicht mehr so sinnvoll. Die antiken Gesichter. Und diese Piratenwachposten ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Naja. Kann man auch viel austauschen einfach bei mir. Aber bevor ich austausche, wäre immer noch sinnvoller aufzubauen. Genau, und dann ist halt die Frage, was passiert eigentlich nach dem Event? Sage ich dann tschüss, bis nächstes Jahr? Oder lässt sich Inno noch irgendwas Neues, Interessantes einfallen, wo ich dann reinschauen muss und vielleicht auch nochmal so ein Video zu machen oder so. Genau. Das werden wir dann sehen. Es kommt ja was Neues, und zwar die Gilden. Wie heißt es nochmal? EOF Toffjagen. Aber in den Gildengefechten meinst du Toffjagen, oder? Ah, Gildengefechte. Nee, ich habe die Gildengefechte irgendwie gefressen. Weil irgendwie ist das mit einer der wichtigsten Gründe, warum ich aufgehört habe. Weil die Gildengefechte halt irgendwie langweilig waren. Mag jetzt vielleicht anders sein, weil man über die Sachen nachdenken muss, die man aufbaut und nicht mehr waren sie, sind jetzt besser. Ja, weil man jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr drüber nachdenken muss, aber der zweite Punkt ist halt Aufwand einfach. Der Zeitaufwand, der tägliche. Und
Ich spiele halt gerne gut. Das ist halt auch mein Problem. Also wenn ich irgendwas spiele, dann versuche ich mich da reinzufuchsen und will dann halt auch oben mit dabei sein irgendwie. Und das habe ich halt lange gemacht. Ich habe in der Zeit halt eine Gilde aufgebaut, zusammen mit anderen. Ich war aber auch maßgeblich in der Gildenleitung für lange Zeit, wahrscheinlich so am maßgeblichsten auch für lange Zeit bei New Horizons. Für 3, 4 Jahre oder so war ich in der Gildenleitung. Ich war unter den Top 100. Ich habe das letzte Zeitalter erreicht. Ich könnte so wie Chris Shu sagen, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich habe alles mal gemacht. Die Runde 2, Dia. Nee, weiß ich nicht mehr, Speedy. Sorry, tut mir leid. Du kannst mir vielleicht das in Erinnerung rufen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was du meinst. Also ganz am Anfang, als die Gildengefechte begonnen haben, da habe ich ja schon so eine Art Streams mal gemacht. Wo Eclipse, NH, John Dragon, Piraten, Wölfe gegen Toff und Tafelrunde gespielt haben. Ja, stimmt, da war mal eine heftige Sache, wo so, ja, wo Toff und Tafelrunde sich die Karte geteilt haben und immer wieder wir versucht haben einzubrechen. Was selten mal gelungen ist. Genau, da war Tafelrunde noch eine der besten Gilden auf Dinegu. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Tafelrunde ist gerade nicht mal unter den Top 10, aber das würde ich jetzt wahrscheinlich auch für New Horizons nicht. Sind wahrscheinlich auch nicht immer unter den Top 10. Haben auch nicht mehr so viele Mitglieder. Genau. Ja, am Anfang. Am Anfang, genau. Da wurde dann noch viel Fallen eingesetzt und alles. Und genau, da hatte ich, wo die Gildengefechte gerade rauskamen, da hatte ich mal so 3 Videos auf YouTube gemacht, wo ich einfach so vor mich hingedacht habe, damals noch ohne Publikum quasi. Und versucht habe, irgendwie sinnvolle Taktiken zu erläutern, wie man Gildengefechte spielen sollte. Da war im Nachhinein nicht mehr alles sinnvoll von dem, oder ist nicht alles sinnvoll von dem, was ich da damals gesagt habe. Aber ich glaube, das war schon für damals schon mal ein ganz guter Ansatz, worauf man aufbauen konnte. Und was ich halt auch versucht habe zu vermitteln, so in der eigenen Gilde und sowas. Kathleen, guten Abend, schön, dass du da bist. Ja, ich habe eigentlich gerade schon Tschüss gesagt, Hesley, muss ich dir leider gerade sagen. Also noch nicht richtig, aber Tyraval hat mir auch schon 42 Bits gestiftet für den heutigen kurzen Stream, den ich eigentlich nur machen wollte. Aber vielleicht quasseln wir trotzdem noch ein bisschen. Mal gucken. Genau, so in alten Zeiten schwelgen. Muss man eben gucken. Tatsächlich, das interessiert mich jetzt auch. Worum es da grob nochmal ging. Das ist ja auch so ein. Ich schieb mal hier den. Das rüber, dass ihr hier mal meine Statistiken seht. Und was hier so gelagert ist.
Ja, ich denke mal, die 6500 werde ich wohl noch schaffen bei dem Video. Paar Nachzügler kommen noch, die es noch nicht gesehen haben. Denke ich mal. So, aber ich hatte mal geguckt, irgendwie, was meine generell erfolgreichsten waren über die ganze Zeit. Und ob das jetzt da rangekommen ist, aber nein, an das Fußballvideo, was von Mooing Cat damals auch noch verlinkt wurde. Also was Mooing Cat erwähnt hatte, ich glaube, verlinkte das, glaube ich, auch. Da ist es, kam es nicht ganz ran, jetzt das neue Halloween-Event-Video. Aber mein Taktik in den Gildengefechten-Video ist tatsächlich hier auch unter den allerersten. Wobei, ne, 8 Minuten 30. Die durchschnittliche Zuschauzeit und das ganze Ding ist ja 26 Minuten lang, von daher wird da nicht so viel zugeschaut, aber es kriegt einfach, ne, stetig neue Zuschauer. Das ist halt so ein All-Timer, der geht halt immer, mehr oder weniger. Aber ob das noch so aktuell ist, weiß ich nicht. Was immer noch sehr aktuell ist und von daher auch okay ist mit den Zuschauern, ne? Ist halt mein bestes Video mit dem Mogulreich. Da sind die Tipps ja alle noch weiterhin gültig. Da hat sich ja nichts geändert. Am Mogulreich seitdem. Also was ich da in Tipps so gesagt habe. Aber ich glaube, das ist bei den der Taktik der Gildengefechte jetzt nicht mehr unbedingt so der Fall. Worum ging es hier? Handeln, Zurücksetzen der Zermürbung, Minimieren der Zermürbung. Zumal die Gildengefechte sich halt auch verändert haben, ne? Da gab es auch noch keine Symbole, außer dem Fähnchen. Sektoren erst kurz vor der vollen Stunde erobern. Genau, das war auch noch, damit man noch die Punkte für die, weil es so eine stündliche Abrechnung gab. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, dass man die noch kriegt. Sektoren abtrennen. Gegnerische Einheiten auswechseln. Ja, das ist schon noch, das funktioniert schon noch. Auch vieles davon. Ja. Gibt's noch mit der Stunde. Ja, aber es ist nicht mehr so relevant, ne? Also, weil du halt. Wobei es jetzt vielleicht wieder relevanter ist. Dadurch, dass man sich mehr Gedanken drüber machen muss. Wie man. Also, was man baut und so. Und. Ja, also vielleicht ist es wieder relevanter geworden. Na, also, das ist halt noch. Vor dem Fähnchen stehen lassen und sowas. Das habe ich hier noch nicht so drin gehabt. Könnte sein, dass das dann in den anderen beiden Thema wurde. Mal eben gucken. Hier eingeklappt. Ich will nicht, dass es eingeklappt ist. Ach so, das dritte war FOE-Helfer nutzen. Oder? Weiß ich gar nicht so genau. Ja, da ging es dann eher so um Randthemen quasi.
Ja, naja. Aber trotzdem interessant. Fand ich, das ist immer noch, oder auch mein Civilization-Video. Weil das einfach schon, das ist einfach steinalt. 2013. Ist halt einfach 10 Jahre alt. Das ist ja auch ein fast vollständiges Let's Play von Civilization. Aber das ist auch von 21. Gildengefechte. Und 20. Ja, hier habe ich angefangen mit den FOE-Videos. Ungefähr 2020. Okay. Ja. Noch einmal die Produktion fertig geworden. Fahnen stehen lassen gibt es nicht mehr, fast nicht mehr. Aber dafür verzögern, wenn es einen Sektor mit über 500, 400 Punkten zu holen. Und einen Sektor mit über 400 Punkten zu holen. Damit die andere Gilde das nicht vor der Abrechnung schafft. Na, dann ist es wieder wichtiger geworden mit dem Timing, denke ich mal. Ja. Von daher, vielleicht ist das Video wieder relevanter geworden. So wie es am Anfang mal eher war. Aber es ist halt schon verdammt alt. Also 2020. Ja. Ist nicht mehr ganz frisch, würde ich sagen. Und es hat sich sehr viel verändert im Gegensatz zum Mogulreich an den Gildengefechten über die Zeit. Okay. Na gut. Dann. Früher, da war jeder 160, jeder Sektor. Ich weiß es nicht mehr. Mit den Zahlen weiß ich das nicht mehr, Speedy. Das ist zu lang her. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bin auch gespannt. Vielleicht mache ich da ein Video zu. Mal gucken. Oder ein Stream. Oder beides. Es ist immer wieder interessant dann, wenn es wirklich was Neues gibt für mich. Und dann komme ich halt auch nochmal rein und spiele. Hat es ja so angekündigt und es ist tatsächlich auch passiert. Wobei der Freakman, bei dem könnt ihr euch ein bisschen bedanken, der hat mich hier ein bisschen gedrängt. Ich habe das Spiel gesehen, dachte mir so, das sieht aber interessant aus. Und dann meinte Freakman, mach ein Video dazu. Oder mach einen Stream dazu, meinte er eigentlich. Und meinte das so, schrieb mir so ein paar Mal und dann habe ich es irgendwann gemacht. Ja, und dann habe ich es, also wo ich es dann selber gespielt habe, dachte ich so, okay, da muss ich mich näher mit beschäftigen. Guten Abend, André. Guten Abend. Okay. Ja. Und wieder kein Geld verdient bei YouTube damit. Egal. Ich hoffe, aber irgendwie geholfen zu haben. Darum geht's ja. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Und vielleicht, nee, sehr wahrscheinlich bin ich am Wochenende nochmal online mit Jagged Alliance und spiele da weiter mein abgebrochenes Match an der Stelle, wo mein Stream abrupt endet. Zumindest so ungefähr, weil ich musste erst da wieder hinspielen. Aber ansonsten weiß ich noch nicht. Vielleicht schon morgen. Mal gucken. Okay. Hängt davon ab, wie fit ich bin. Heute bin ich nicht so fit. Hat man am Anfang des Streams gesehen. Okay.
Schlaf gut. Bis die Tage. Viel Erfolg beim Event. Und danke nochmal für die vielen Bits an Arak und Tyrawal. Und für die äußerst vielen Kommentare und den regen Austausch. Ja, danke euch und bis bald. Macht's gut. Ciao. Ja, bin ein bisschen schnell. Ich muss erstmal noch gucken. Wo raide ich eigentlich hin? Ist ja noch Zeit, wo man raiden kann. Wieder nicht dran gedacht, dass ich ja noch raiden muss. Oder Dach. Ah, Soon ist noch da. Soon ist da und macht Musik. Na, habt ihr Lust auf Musik? Oder habt ihr Lust, also Rockmusik von Soon, wo er live spielt? An der Gitarre? Oder habt ihr Lust auf Starfield bei Firefox? Das hätte ich zur Auswahl. Habt ihr eine Präferenz? 2E? Heißt es zweites? Musik? Oh. Zweites. Okay, also Speedy hätte mehr Lust auf Starfield bei Firefox. Aber Murmeltier und Tyrawal sagen Musik. Da zwei mehr sind als eins. Und ich weiß, Freakman würde auch gerne lieber zu Soon raiden, glaube ich. Oder nochmal rüberschauen. Dann wäre das dritte Mal Musik. Daher machen wir ein Raid zu Soon. Und wenn du möchtest, Speedy, dann kann ich dir gerne den Kanal sagen, wo Starfield gespielt wird. Kann ich dir jetzt gleich nochmal schreiben. Firefox ist ja leider nicht so geschrieben, wie man das denkt. Sondern ein bisschen anders. Aber sei es drum. Genau. Könnte laut sein. Ne? Also ich drücke jetzt auf jetzt raiden. Viel Spaß. Könnte aber laut werden. Okay. Guten Abend euch noch. Ciao.